Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Play The Elder Scrolls Online. Ja, wie versprochen, werden wir heute nochmal weiter in der Zuflucht machen, wo wir auch schon drin stehen. Habe ich das schon angeguckt? Das ist irgendwie immer noch am Leuchten. Okay, aber anscheinend ist es schon gelesen worden. Und so schließt sich also der Kreis. Ich führte die ursprünglichen 5 Gefährten auf einer Mission zur Bergung des Amuletts der Könige. Damals redete ich mir ein, es wäre zum Wohle von ganz Tamriel. Ich hatte Unrecht. Und nun leidet die ganze Welt wegen meiner Anmaßung. Jetzt haben wir eine Chance, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht. Aber ich frage mich, wird sich die Geschichte wiederholen oder wird sie neu geschrieben werden? Ehrlich gesagt habe ich Angst davor, das Amulett noch einmal einzusetzen. Seine Macht ist zwar groß, aber auch entsetzlich. Das Schicksal kann uns zermalmen, indem es unsere Wünsche zunichte macht. Oder aber, indem es sie erfüllt. Erzählt mir mehr über Sankretor. In der ersten Ära war es eine heilige Stadt, die von Königin Alessia selbst gegründet wurde. Seitdem ist sie zu einer Ruine verfallen. Vor seiner Gefangennahme versteckte Sai-Sahan das Amulett der Könige in den Katakomben unter der Stadt. Wo liegt Sankretor? In den Bergen von Kolovia, dem Land meiner Jugend. Aber ich kann mich kaum noch an diese Zeit erinnern. Dass ich den Schriftrollen der Alten ausgesetzt war, raubte mir viel von dem Mann, der ich einst war. Sprecht mit Sai-Sahan. Er kann euch eure Fragen sehr viel genauer beantworten als ich. Da ist er. Die Zeit ist für uns gekommen, die Katakomben von Sankretor zu betreten. Unterschätzt nicht die Gefahren, die uns erwarten. In längst vergangenen Zeitaltern war Sankretor einmal ein Ort des Lichts. Doch ich fürchte, dass dem nicht mehr so ist. Wir müssen für alles gewappnet sein. Habt ihr euch schon ganz von euren Wunden erholt? Ich habe viel durchgemacht, aber dieser Körper ist härter als die großen Eichen Walenwalds. Ich gehe ohne Hoffnung, aber auch ohne Furcht. Es bringt nichts, über eine Zukunft zu rätseln, die noch nicht geschrieben wurde. Ihr könnt hoffen, was ihr wollt, meine Freundin. Ich werde darüber nicht richten. Wie sieht euer Plan aus? Mein Fürst Varen wird ein Portal nach Sankretor öffnen. Das Amulett liegt in einem Gewölbe, das durch mächtige Magie geschützt wird. Ein Schutzzauber Stendars, des Gottes der Gerechtigkeit und der Gnade und des Gottes des wohlverdienten Glücks. Ich dachte, das könnte nicht schaden. Wie brechen wir den Zauber? Die Katakomben bergen 2 Schreine, die den Göttlichen gewidmet sind. Wir müssen sie in Stendars Namen weihen. Sobald das erledigt ist, sollte der Ring von Stendars Gnade uns die Gewölbetüren öffnen. Erzählt mir mehr über Sankretor. Es steht geschrieben, dass Alessia die göttliche Inspiration für ihre Sklavenrebellion in Sankretor erhielt und daher dort auch ihre heilige Stadt errichtete. Doch das war vor langer Zeit. Heute ist die Stadt nur noch eine Ruine. Sie ist zu einem finsteren Ort geworden, an dem man manchen Platz lieber ungestört lässt. Was für Plätze? Wir sollten die Krypta der Helden meiden. Ich habe dort genug zornige Tote gesehen, um 9 Leben damit zu füllen. Kasura und ich entkamen nur um Haaresbreite. Wir werden durch den Innenhof hineingehen und sie so ganz meiden. Nun kommt, die Zeit wartet auf niemanden. Auf geht's! Das Portal ist offen. Nun geht. Kehrt mit dem Amulett der Könige zurück. Ihr hättet das Amulett überall in Tamriel verstecken können und das war eure erste Wahl. Damals erschien es wie eine gute Idee. Wunderbar. Warum sind sich die Leute mit den lächerlichsten Ideen ihrer Sache immer am sichersten? Seid still, Tarn! Seid still, Tarn! Was bringt euch nach Sankretor, alte Freunde? Sucht ihr vielleicht nach einem Amulett? Manny Marco, wie habt ihr diesen Ort gefunden? Denkt ihr wirklich, dass ich euch aus den Hallen der Qualen kommen lassen würde, wenn ich nicht jeden Schritt von euch überwachen könnte? Sei, nein! Manny Marco, halt! Ihr tötet ihn! Wo ist das Amulett der Könige? Mein Meister Molag Bal verlangt danach. Euer Meister? Bitte. Ihr würdet das Amulett verwenden, um Molag Bal zu verraten? Narr! Als ich aufstieg, hättet ihr meine rechte Hand sein können, Tarn. Stattdessen habt ihr euch bei den ignoranten Bastarden eingereiht.
Jetzt werdet ihr mit ihnen sterben. Damit werdet ihr nicht davonkommen. Denkt ihr wirklich, ihr könnt einen dädrischen Fürsten betrügen? Mit dem Amulett der Könige ist alles möglich. Nationen werden erzittern und sich vor mir verneigen. Ich werde ein Gott sein. Das Amulett der Könige wird niemals euch gehören. Es wird vom Schutzzauber der Göttlichen beschützt. Ihr meint, euren Schutzzauber von Stendar, Gott der gnädigen Nachsicht, Patron der Feiglinge und gesetzestreuen Idioten? Das wird mich nicht im geringsten aufhalten. Mani Marco hat jeden unserer Schritte beobachtet. Wir haben ihn geradewegs zum Amulett geführt. Wir müssen das Amulett der Könige als Erster erreichen. Mani Marco könnte mächtig genug sein, um Stendars Schutzzauber irgendwann zu durchbrechen. Wenn wir es schnell zu den Schreinen schaffen und Stendars Segen erhalten, können wir den Schutzzauber so durchschreiten, dass der Zauber nicht aufgehoben wird. Mani Marco wird uns dann vielleicht eine Weile nicht folgen können. Wie kommen wir zu den Schreinen? Wir müssen uns auf den Weg zum Innenhof machen. Von dort aus gelangen wir in die Kammern, in denen sich die Schreine befinden. Los geht's! Sai, geht es euch gut genug, um weiterzumachen? Hab keine Angst, Schneelilie. Ich bin ein Rotwardone. Wir sind wie Bergbambus. Viel stärker und biegsamer, als wir erscheinen. Ich finde es zum Totlachen, dass Mani Marco so eine riesige Projektion gewählt hat. Er versucht offensichtlich, etwas zu kompensieren. Den Spruch musste ich jetzt noch. Dort hinter diesem Tor befindet sich die Krypta der Helden. Wenn ihr wollt, können wir sie betreten. Aber es ist ein böser Ort, an dem die Toten ruhelos und wütend sind. Herrlich, nicht wahr? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich davon abhalten, mir das Amulett zu holen? Das Amulett der Könige steht unter Stendars Schutzzauber. Es wird niemals euch gehören. Ah, Sai, ihr versteht es immer noch nicht, oder? Durch euren Schutzzauber Stendars wird mein Plan erfolgreich sein. Er wird Molag Bal davon abhalten, zu beobachten und einzuschreiten. Sobald der Schutzzauber weg ist und das Amulett mir gehört, wird es schon zu spät sein. Ihr seid verrückt, wenn ihr denkt, ihr könnt den Gott der Intrigen hintergehen. Naives Kind, ihr wisst überhaupt nichts. Chim El Adabal, der rote Diamant in der Mitte des Amuletts der Könige, ist der mächtigste Seelenstein, der ich je erschaffen würde. Mit dem Amulett in meinem Besitz werde ich Molag Bals Kraft aufsaugen und ihn in eine leere Hülle flüchtigen Fleisches verwandeln. Dann werde ich seine Essenz in dem Edelstein einfangen. Den Namen Molag Bal vergessen. Mit der Zeit wird sich ganz Tamriel vor mir verbeugen. Bald wird der Gott der Intrigen einen neuen Namen haben. Mani Marco. Mani Marco schon als Sterblichen nicht. Ich denke, als Gott werde ich ihn noch weniger mögen. So, hier darf man sich nicht vertun, weil wenn wir nämlich hier rangehen, ist das ein Portal in die Zuflucht. Das heißt, da kommt man jetzt wieder zurück. Am besten guckt ihr hier auf der Karte, wo ihr rum müsst. Und da gehen wir dann weiter. Den Fehler habe ich nämlich auch schon mal gemacht. Eine Blaupause. Leider alles ausnahmslos Blaupausen, die ich schon kenne. Bitte, einen Moment, meine Freunde. Ich muss mich ausruhen, bevor es weitergeht. Sai, geht es euch gut? Dieses Schwein hat euch wirklich verletzt, nicht wahr?
Ich schwöre bei den Göttern, ich werde seinen Kopf abschlagen. Es geht mir gut, Schneelilie. Ich brauche nur einen Moment, um durchzuatmen. Lasst euch Zeit. Ich halte Wache. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann, sagt Bescheid. Wie reizend. Ich glaube, ich lasse mir das Essen noch einmal durch den Kopf gehen. Bei Zeths Tränen. Ich dachte, ich könnte damit fertig werden. Manny Marcos Hexerei brachte all die Schmerzen und Zweifel zurück, die ich in den Hallen der Qual spürte. Kommt er wieder in Ordnung? Ich habe meinem Körper schon Schlimmeres zugemutet. Es ist mein Geist, der mir Schmerzen bereitet. Manny Marco hat meinen Kopf mit zertrümmerten Erinnerungen gefüllt. Sie sind wie zerbrochenes Glas. Sie schneiden mich mit jedem Schlag meines Herzens. Nehmt euch einen Augenblick Zeit. Kommt wieder zu Atem. Diese Stimme, Manny Marcos Stimme, sie verhöhnte mich immer und immer wieder, über Jahre hinweg. Meinen Willen konnte er nicht brechen, aber er hat etwas anderes gebrochen. Werdet ihr all dies überstehen, Sai? Ich werde all dies überstehen, meine Freundin. Ich habe nicht Jahre der Folter in den Hallen der Qual erduldet, um jetzt aufzugeben. Mein Schmerz hat nachgelassen. Sputen wir uns und bringen wir diese Sache zu Ende. Wo sollen wir jetzt hin? Wir müssen die beiden Schreine mit Stendars Segen weihen, bevor wir das Gewölbe öffnen können. Der erste Schrein ruht im Grabmal der Drachengarde, wo so viele meiner gefallenen Kameraden aufgebahrt wurden. Wir müssen ihrer ewigen Ruhestätte unbedingt mit Respekt begegnen. Los geht's! Ihr behaltet mich besser im Auge. Ich hätte schon wieder Lust, Tarn eine reinzuschlagen. Wird Sai zurechtkommen? Wenn Sai Sahan eines ist, dann zielstrebig. Er sagte einmal zu mir, das Erringen des Sieges wäre wie ein Ringkampf mit einem Oger. Man hört nicht einfach auf, wenn man müde ist. Man hört auf, sobald der Oger müde ist. Er wird es zu Ende bringen. Seid unbesorgt. Was ist mit euch? Ich? Ich werde Manny Marco bis in die hintersten Winkel des Reichs des Vergessens verfolgen, wenn es sein muss. Rache ist eine starke Triebfeder. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Aber unter dieser harten Schale steckt eine hoffnungsfrohe Närrin, die für jeden Einzelnen von euch den tödlichen Schlag einstecken würde. Habt ihr und Sai je darüber gesprochen, was in den Hallen der Qual geschehen ist? Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Stoisch. Nennen uns die Leute denn nicht so? Da ist ein Band zwischen unseren Herzen. Aber wir sprechen nicht über unsere Gefühle. Wir verstehen sie nicht einmal selbst. Vielleicht sprechen wir eines Tages darüber, aber dieser Tag ist nicht heute. Ach ja, was soll man dazu sagen? Wir müssen nach links rum. Der Schrein befindet sich auf der anderen Seite des Raums. Schnell, wir müssen einen Weg dorthin finden. Ich habe eine Überraschung für euch, Sai. Erinnert ihr euch an eure gefallenen Kameraden der Drachenwache? Ich habe mir die Freiheit genommen, sie zu erwecken. Und sie sind ganz erpicht darauf, euch zu sehen. Schon wieder entehrt der König der Würmer die Erinnerung an die geehrten Toten. Ich habe nicht den Wunsch, die Leiche meiner alten Kameraden der Drachenwache zu verstümmeln. Aber wir müssen den Schrein weihen. Das werden wir auch tun. So, ja, muss man ja nicht mehr öffnen, genau.
So. Das war's. Jetzt können wir wieder zurück. Warum uns das jetzt nicht angesagt wurde, verstehe ich zwar jetzt nicht so ganz. Normalerweise, wenn ich mich richtig erinnere, sagt Sai noch irgendwas in der Zeit, aber er hat anscheinend jetzt keine Lust mit uns zu reden. Ihr habt beim Verstecken des Amuletts auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, Sai. Hättet ihr es nicht einfach unter die Matratze legen können? Sind wir da ein wenig zickig, Lyris? Der zweite Schrein ist in der dahinterliegenden Kammer. Es gibt einen Kniff, sie zu erreichen, eine Art Rätsel. Aber ich erinnere mich nicht an die Lösung. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Deswegen müssen wir es jetzt versuchen. Man muss die Zugbrücke runterlassen, um ihn zu erreichen. Ich meine, es war irgendwie den ersten drücken, den zweiten drücken, den dritten überspringen, den vierten drücken und wieder den ersten. Oder wir hätten dann den zweiten drücken müssen. Ehrlich gesagt, ich weiß es absolut nicht mehr. Ich mach mal hier so ein bisschen rum. Wir probieren es einfach. Ich weiß, ich habe mal irgendwann ein Video dazu gemacht, wie das richtig ist. Da habe ich es dann auch perfekt gekonnt, direkt auf Anhieb, aber jetzt weiß ich es absolut nicht mehr. War es das? Nein, das war die falsche Richtung. Perfekt. Genau so war das geplant. So, Leute. Ich brauche mal ein bisschen Rückendeckung hier. Stand langsam ärgert ihr mich wirklich. Tötet sie! Durch diese Weihen ersuchen wir euch, eure Schutzzauber zu brechen und uns sichere Reise in das Gewölbe der Könige zu gewähren. Doch, die Sachen sind noch vorhanden. Elektroplasma. Das bekommen wir übrigens von den Geistern, die wir gerade besiegt haben. Also generell von Geistern. Feuchte Korridore, bröckelnde Wände, übler Geruch. Dieser Ort hat alle Vorzüge eines Bordells in Riften. Das muss sich für euch wie Heimat anfühlen, Titanenkind. Ihr meint eine Krypta, gefüllt mit den verrotteten Leichen von inzüchtigen Königen und gescheiterten Staatsmännern. Fast wie bei einer Familienfeier der Tarns. So, jetzt kommt das Finale. Oh, Moment, da ist die Treppe. Eure erbärmlichen Bemühungen werden nicht erfolgreich sein. Das Amulett der Könige wird mir gehören. Stimmt gar nicht, ist noch gar nicht das Finale. Und dem Schwert meines Vaters, ihr werdet nicht gewinnen, Manimarco. Bald werdet ihr die Größe meiner Macht erkennen und euch vor mir verneigen. Durch die Macht des Amuletts der Könige werde ich verwandelt werden.
Alle Nationen Tamriels werden sich vor mir verbeugen. Sie werden mich anbeten und um meine Gnade betteln. Alle werden den Namen Manimako als ihren einzigen wahren Gott kennen. Damit kommt ihr niemals durch, Manimako. Wir werden euch bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Aber meine alten Freunde, versucht doch, mich aufzuhalten. Das ist kein Problem. So, dann geht's nochmal weiter. Und dann kommen wir nämlich gleich zum Finale. Also dem Finale von St. Kretor, natürlich noch nicht von der Hauptgeschichte, weil die geht noch sehr, sehr lange weiter, weil wir noch ein ganz langes Stück in Kalthafen später haben werden. Da ist sie. Die Tür zum Gewölbe der Könige. Was muss ich tun? Die Schreine wurden in Stendars Namen geweiht. Jetzt müssen wir den Ring von Stendars Gnade einsetzen, um die Gewölbetüren zu öffnen. Wie? Stellt euch in den Zauberkreis und zeigt mit dem Ring auf die Türen, um den Schutzzauber aufzuheben. Die Türen sollten sich weit öffnen. Ich bin bereit. Seht, das Amulett. Ich kann es von hier aus sehen. Ich glaube, der hat sonst so mit uns gesprochen, aber ich habe wahrscheinlich zu schnell angegriffen. Narren, ihr seid nichts. Ich bin Manimako. Lenkt Manimako ab. Ich werde das Portal schließen. Diener, erhebt euch! Gehorcht mir! Ich werde sie am Portal aufhalten. Ich bin diese Spiele leid. Konzentriert euch auf Manimako! Denkt ihr wirklich, dass der Tod den mächtigsten Nekromanten Tamriels je... Das ist nur ein Übergang. Mein erster Schritt... Zu wahr. Werdet jetzt Zeuge meiner wahren Macht. Schaut zu, während ich aus dem Grab auferstehe und zur Gottheit werde. Ihr denkt, ihr könnt dem Herrn der Gewalt und Unterwerfung ohne Konsequenzen hintergehen? Ihr werdet für eure Arroganz bezahlen. Für alle Ewigkeit werdet ihr Qualen leiden. Eure gequälten Schreie werden als Warnung für andere durch das ganze Reich des Vergessens hallen. Alle Handlungen Manimakos sollen uns gegeneinander aufhetzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Schaut, was wir erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Wie ungewöhnlich optimistisch von euch, Titanenkind. Das sollte ich auf ein Kissen sticken lassen. Die Göttlichen gaben euch nicht ohne Grund eine Nase, Tarn. Dann könnt ihr den Mund halten. Es ist vollbracht. Das Amulett der Könige gehört wieder uns. Und Manimako ist besiegt. Manimako wird für den Rest der Ewigkeit teuer bezahlen. Man kann keine Intrige gegen den Gott der Intrigen spinnen, ohne einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Ich kann mir die Qualen nicht vorstellen, die ihn erwarten.
Was machen wir jetzt? Sahan muss sich ausruhen, genau wie wir anderen auch. Wir können jetzt ein wenig ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass der König der Würmer besiegt wurde. Aber wir sollten uns nicht zu lange ausruhen. Molag Bal ist noch immer eine große Bedrohung und die Ebenenverschmelzung muss aufgehalten werden. Wenn nicht, war all dies umsonst. Und meine Seele? Ich habe es nicht vergessen, Entseelte. Das ist nur ein weiteres Teil des Puzzles und wir werden uns zur rechten Zeit darum kümmern. Doch fürs Erste sollten wir uns ausruhen und uns erholen. Wie immer werde ich mich bald wieder bei euch melden. Möget ihr im Licht wandeln, Entseelte. Wir haben ein, Tankring bekommen, Magieresistenz und Leben und eine Lebensglyphe. Wie immer haben wir natürlich auch wieder was zu lesen dabei. Leider diesmal kein Fisch. Ja, dann verabschiede ich mich hiermit erstmal von euch. Und in der nächsten Folge werden wir noch eine kurze Sache hier in der Zuflucht machen. Und ich denke mal, damit die Folge nicht ganz so kurz wird, werde ich dann noch etwas anderes hinten dran schieben. Bis zur nächsten Folge. Ciao.